Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und das hier ist das Digitus 4x2 Port HDMI Matrix Switch. Und wer einen Fernseher zu Hause besitzt mit HDMI, der weiß, dass auf der Rückseite so circa 1 bis 4 HDMI Ports vorhanden sind. Das reicht mir persönlich eigentlich gar nicht, denn ich habe 9 Geräte mit HDMI. Und meine Ports sind immer belegt, also ich muss dann immer hinten an den Fernseher die Kabel wechseln. Und das ist natürlich immer eine nervige Sache. Ich brauche zwar nicht alle 9 Geräte gleichzeitig, aber so circa 5 sollten es schon sein. Und da kommt hier dieser HDMI Matrix Switch zum Einsatz. 4x2 Port, also 4, wir können 4 Geräte, also 4 Input-Geräte hier anschließen. Und das 2 am Ende bedeutet, wir können bis zu 2 Ausgabegeräte ansteuern. Also das Ganze macht dann beispielsweise Sinn, wenn ihr im Wohnzimmer einen Fernseher stehen habt und im Schlafzimmer nebendran. Da habt ihr 4 Geräte und könnt dann beispielsweise sagen, ich möchte auf Fernseher A, also im Wohnzimmer, die Geräte ansteuern. Oder in B mit dem zweiten Fernseher. Oder wenn ihr im Büro einen habt, dort. Also, wir packen das Ganze mal aus, eine sehr interessante Sache, und schauen uns an, was im Lieferumfang ist und wie das Ganze funktioniert. So, das ist jetzt erstmal hier die Packung. Auf der Rückseite nochmal in allen Sprachen, auch der Lieferumfang, technische Daten. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an, was drin ist. Da haben wir hier also erstmal eine Bedienungsanleitung. Das Ganze nochmal auf Englisch. Eine kleine Fernbedienung. Moment. So, die holen wir jetzt auch gleich mal raus. Ihr müsst das hier ziehen, damit die Fernbedienung funktioniert, damit die Kontakt zur Batterie hat. Ihr seht also, wir können hier die HDMI-Ports ansteuern auf A oder B. Und hier das Gerät einschalten. Dann haben wir hier das Netzteil. Und hier das eigentliche Gerät, den HDMI Matrix Switch. Um Kratzer zu vermeiden und Staub, wurde hier eine Schutzfolie angebracht. Die entfernen wir jetzt. Also ihr seht, ein ansehnliches Gerät, macht also auch im Wohnzimmer noch was her. Hier hat es einen Aluminiumrahmen drumherum. Sieht also ganz nett aus. Hier haben wir einige Status-LEDs. Hier die der Infrarotempfänger für die Fernbedienung. Nichts auf der Seite, aber hinten natürlich die ganzen HDMI-Ports. Hier der Anschluss für das Netzteil. Hier haben wir Output A und Output B. Hier kommen also die Fernseher dran oder die Monitore oder Beamer. Und hier die 4 Input-Ports. Und ja. Wir starten das Ganze jetzt mal. Ich schließe da ein paar Geräte an. Da gucken wir uns an, wie gut das Ganze funktioniert. Jetzt habe ich den Matrix-Switch mal angeschlossen. Ihr seht, wir haben hier auch schon die Anzeigen, dass Output A HDMI 1 hat und Output B Nummer 4. Das ändern wir später mal, dann seht ihr, wie das Ganze funktioniert. Hier hinten habe ich 4 Geräte angeschlossen. Hier sind die 2 Ausgangskabel. Einmal hier auf dem Fernseher und einmal hier auf dem Fernseher. Normalerweise habe ich auch keine 2 Fernseher im Wohnzimmer, aber für diesen Testaufbau schon. Sehr interessant ist, ihr seht, liegt auf dem Tisch, die Kabel sind leicht erreichbar. Sehr interessant, wenn ihr beispielsweise ein Mini-HDMI-Kabel nutzt, für Tablets oder für Smartphones ein Micro-HDMI-Kabel. Dann müsst ihr nicht die ganze Zeit hin und her laufen und die Kabel hinten am Fernseher wechseln. Das geht ja hier natürlich viel einfacher. Dann habe ich hier noch einen AC Ryan Media Player auf Nummer 1 und einen Apple TV auf Nummer 4. Dann schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze wechseln lässt und wie einfach es funktioniert. Das ist also mein Testaufbau. Links sehen wir den Apple TV und rechts den Media Player auf dem kleineren Fernseher. Und hier haben wir ja die Fernbedienung. Und hier können wir dann für Output A einstellen, ob wir ihn ganz ausschalten, beispielsweise so. Dann haben wir nur auf Output B unsere
HDMI-Ports, zum Beispiel Nummer 4 ist ja jetzt gerade an, nee, Nummer 1. Und wenn ich auf 4 gehe, wird dann auf dem Fernseher das Apple TV eingeschaltet. Ihr seht, auf dem anderen Fernseher haben wir kein Signal. Das Ganze dauert dann ein bisschen und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier den Apple TV, der, wie wir jetzt sehen, ein Update durchführen will. Das erlauben wir ihm natürlich gerade nicht, weil wir hier ein Video drehen. So, wir können Output A wieder einschalten. Ihr könnt jetzt sehen, wir haben auf beiden Geräten jetzt Port 1. Hier haben wir die Fernbedienung vom Apple TV. Das funktioniert also alles sehr gut. Aber wie ihr sehen könnt, wenn ich jetzt hier Port A auf 4 stelle, also auf den Media Player, dann switcht das Ganze bei beiden Geräten kurz weg. Dann haben wir hier wieder den Media Player und hier jetzt wieder den Apple TV. Aber ihr seht, es ist kurz bei beiden Geräten ein schwarzes Bild zu sehen. Jetzt schalten wir hier das andere auch nochmal schnell auf den Media Player, damit ihr das sehen könnt. Wieder beide Geräte verlieren kurz das Signal und wir haben hier den Media Player, den wir dann über die Fernbedienung steuern können. Ihr seht also, das HDMI Matrix Switch ist ein sehr nützliches Gerät. Vor allem, wenn euer Fernseher über wenige HDMI-Ports verfügt, ist das Ganze natürlich sehr interessant, da wir hier ja 4 HDMI-Ports über einen steuern können. So beispielsweise hat dieser kleine Fernseher nur 2 HDMI-Ports und durch die Erweiterung jetzt 5. Und der große hat 3, aber durch die Erweiterung nun 6 Möglichkeiten, HDMI-Geräte anzuschließen. Ausgeschaltet werden kann das natürlich hier über diesen Hauptschalter. Dann haben wir beide Geräte ausgeschaltet. Jetzt schalte ich es mal wieder ein. Mal schauen, wie schnell das Ganze dann funktioniert. Beide haben gerade kein Signal, sollten aber bald wieder eins bekommen. Und jetzt. Also, das hier ist natürlich nur eine Testaufstellung. Ihr habt im Wohnzimmer keine 2 Fernseher stehen. Aber wenn das HDMI-Kabel lang genug ist, könnt ihr beispielsweise, da hinten seht ihr, habe ich noch einen anderen Raum, den kleinen Fernseher in einem anderen Raum haben, beispielsweise, wenn das zum Beispiel euer Schlafzimmer ist. Und dann müsst ihr nicht die Geräte herumtragen, könnt beispielsweise mit einem Media Player einen Fernseher steuern, etc. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Channel abonnieren würdet. Außerdem dem Video einen Daumen hoch gebt, vor allem weil ich hier Fernseher rumgetragen habe und meine ganze Verkabelung geändert habe. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr meine Website newgadgets.de besuchen würdet. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!